als Coach zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Hallo, wir sind Katharina und Chris. Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, über drei Fehler, die du nicht machen darfst, wenn du ein Business zusammen machst. Ja, das ist ganz lustig. Wir sind ja vor 6 Jahren mit einem gemeinsamen Business gestartet und ja, sind da auch durch den einen oder anderen Prozess gegangen, verständlicherweise. Und ja, wir haben mittlerweile auch viele Kunden, die als Paar zu uns kommen. Und es ist immer wieder, sind diese drei Dinge, an denen wir immer wieder arbeiten. Und wenn wir an denen gearbeitet haben, wenn die Paare an diesen Themen gearbeitet haben, starten die auf einmal richtig durch. Genau. Und dann fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt. Und zwar, wenn beide in zwei verschiedene Richtungen schauen, ja, zwei verschiedene Ziele verfolgen, keinen gemeinsamen Nenner finden, wo die Reise hingehen soll. Da kann man sich so herrlich aufhalten. Ja, ganz genau. Und da braucht es ja auch viel aufeinander zugehen. Also wirklich, das ist immer der erste Schritt, dass man ein gemeinsames Ziel sich einfach erarbeitet. Ja? Und da geht es auch wieder darum, dass man aufeinander zugeht, ne? Dass nicht einer so total stur ist, ja, das sehen wir immer wieder, der andere versucht dann nur, diesem Ziel des anderen beizuwohnen und dann kann der Zweite natürlich nicht mit der vollen Energie dabei sein, ja. Noch schlimmer ist es, wenn beide so zwei verschiedene Ziele ganz bewusst haben, ne? Ich sage das immer so, wenn die beiden gemeinsame Ausrichtung hast, dann bist du sowieso zwei Raketen, Doppelraketen, Schub quasi. Wenn du aber verschiedene Richtungen hast, dann kommst du nicht vom Fleck in deinem Business als Paar. Und deswegen ist das schon der wichtigste Punkt. Das ist auch so, wenn wir dann mit den Menschen reden bei uns in den Coachings. Was ist euer gemeinsames Ziel? Oder was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Und dann sehen wir immer oft, das ist das Erste, woran wir arbeiten müssen, wenn das nicht gemeinsam und klar einfach ist. Ja. Also unser Tipp, nehmt euch Zeit, vereinbart wirklich einen Termin, geht in ein schönes Zoom-Feld, ein Hotel oder macht ein Wochenende, Wellness-Wochenende mit dem Ziel, ein gemeinsames Ziel zu finden, sodass ihr beide dahinter steht. Es ist so mega wichtig, dass jeder hinter diesem Ziel steht und in voller Eigenverantwortung sagt, okay, ich committe mich zu 100% dafür zu gehen. Das muss wirklich von beiden Seiten kommen. Ein klares Commitment für ein gemeinsames Ziel. Ja, und der zweite Punkt, und das ist etwas, was richtig stark auch ist, ja, was wir immer wieder sehen, auch wenn man dann ein gemeinsames Ziel hat, dann geht man für dieses Ziel, man hat Ideen, wie man das Ziel erreichen kann, ja, man setzt Energie rein und ja, jeder hat andere Ideen, ist ganz normal. Ja, also ne, ich habe andere Ideen manchmal wie Katharina manchmal andere Ideen wie ich. Und bei all unseren Kunden, all diese Paare, es ist ganz normal. Jeder hat eigene Erfahrungen, jeder hat eine eigene Kreativität. Es gibt einfach verschiedene Ideen. Und der Killer Nummer eins, um voranzukommen, auch wenn man ein gemeinsames Ziel hat schon, ist immer Recht haben zu wollen. Ja, also wenn du Recht haben willst die ganze Zeit, wenn du deine Idee ist aber die richtige, ja, und wenn du deine Idee sich nicht durchsetzt, dann mache ich die andere so griesgrämig mit und ich freue mich eigentlich, wenn sie oder er nicht Recht haben. Das ist etwas, wo dann auch so eins zum anderen kommen kann, wo man dann noch so alte Fäden mit sich trägt zum nächsten Projekt, von Projekt zu Projekt und was natürlich, ja, richtig tödlich ist für euer Business. Ja, das ist ein absoluter Killer, wenn jeder versucht, irgendwie Recht zu haben oder beweisen zu wollen, dass man selbst im Recht ist oder war. Und unser Tipp ist da, hör auf, Recht haben zu wollen. Frag dich immer, wenn Diskussionen entstehen, frag dich immer, warum geht es jetzt hier gerade? Ja. Will ich einfach mal Recht behalten oder ja, warum geht's da gerade? Will ich vielleicht mich rächen? Das machen Paare sehr oft, ne? Dass man sich für die vergangenen Sachen auch noch rächt. Und das killt jedes Business. Also frag dich dann, was ist mir gerade wichtig? Ist mir gerade wichtig, dass wir vorankommen, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen? Oder will ich einfach nur blöd Recht haben oder mich rächen? Ja, und das ist also diese ganzen Fäden, ja, lass die einfach raus aus dem Business. Das ist das absolut Wichtigste. Ja, und vielleicht nochmal, so was wir immer machen,
abends gemeinsam in Ruhe und im Frieden ins Bett gehen. Ja, das ist wichtig, einfach mal abends zu sagen, bevor man die Augen zumacht, so, es ist alles losgelassen. Wir müssen das nicht noch in den nächsten Tag mitnehmen und mittragen und darüber diskutieren, sondern am nächsten Tag wird neu gewählt, wird neu entschieden. Ja. Und auch den anderen anerkennen, wenn er recht gehabt hat. Ja, das auch, also das ist auch eine menschliche Größe, dass man das kann, ja. Aber da kannst du dich üben, ja. Also Partnerschaft und Business ist sowieso auch eine wunderbare Möglichkeit, dass deine Persönlichkeit wächst, ja. Denn genau da wächst deine Persönlichkeit, wenn du die Größe zeigen kannst, hey, ich habe mich geirrt, du hast recht gehabt, ich unterstütze dich jetzt. Und das ist eben auch etwas, was beim Recht haben wollen noch mit reingerät. Dann setzt sich eine Idee vielleicht durch, dass du, wenn sich deine Idee nicht durchsetzt, dass du trotzdem sagst, ich unterstütze hier mit voller Leidenschaft, mit meinem vollen Können, mit allem, was ich habe, obwohl ich mich nicht durchgesetzt habe. Ja? Weil, versteht ihr, wenn ihr das hinbekommt, hey, dann seid ihr so stark, dann seid ihr so schnell, dann habt ihr so einen Erfolgsbooster, das ist unvergesslich. Genauso ist es, wenn das nicht funktioniert, seid ihr so eine Bremse gegeneinander für euch. Ja, also hört auf, miteinander zu kämpfen und die Kämpfe entstehen aus diesem Ding. Ich will unbedingt recht haben. Punkt Nummer 3, super stark, Team ein anderer macht. Toll ein anderer macht. Team toll ein anderer macht. Ja. Und das sehen wir immer wieder, dass man irgendwas bespricht und keiner fühlt sich dafür verantwortlich und das Ding verläuft in Sande oder es wird zu lang gewartet, bis irgendwas umgesetzt wird. Und das ist genauso ein Killer für euer Business. Oder auch da, wer hat welche Rollen, ja, wer macht denn was, ja. Und dann gibt es auch manche, die haben dann, wenn das nicht meine Idee ist, ja, dann mache ich es nicht, ja. Oder dann ist es nicht so wichtig, dann vergesse ich das mal. Und das ist einfach wichtig, dass man nicht sich nur auf den anderen nur verlässt, dass man seine Aufgaben auch wahrnimmt, aber dass man den anderen natürlich auch unterstützt. Ja? Weil wenn jeder ein Einzelplayer dann spielt, dann brauchst du das Team nicht, dann machst du am besten alleine ein Business. Ja? Also genau da den richtigen Grad zu finden, das ist sehr, sehr wichtig. Und da ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass jeder auf sich selbst immer wieder guckt. Ja? Wo bin ich denn noch so, dass ich alles wegdelegiere und gar nichts mehr mache? Wo bin ich denn so, dass ich so, naja, wenn es ihm jetzt oder ihr jetzt wichtig ist, dann vergesse ich das mal oder dann geht es mir gerade nicht gut oder dann habe ich was Wichtigeres zu tun, ja? Schau da selbst auf dich, kann ich auch da wieder ganz klar sagen und reflektiere dich da selber. Ja, und triff klare Absprachen, egal was ihr bespricht, was ihr beschließt, trifft klare Absprache. Wer denn dafür, für das Projekt oder Tätigkeit oder was auch immer, den Hut aufbekommt, sodass derjenige dann auch nicht so automatisch irgendwie von sich irgendwas wegschiebt, weil, ja, wir sind ja alle im Leben, wir haben alle Familien und was zu tun. Ja. Ja, das waren unsere 3 Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du als Paar ein Business startest. Wir wünschen euch viel Erfolg, viel Frieden und liebt euch und habt ein geiles Leben. Ja, und vor allem viel Freude beim Nichtmachen dieser Fehler. Ja, weil das werdet ihr haben und ihr werdet sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben. Bis dann. Schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn sharing is caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge zu begrüßen. Wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.